willkommen wieder zurück auf meinem Kanal, jetzt immer noch mit Ho. Und ja, wir haben dasselbe Outfit irgendwie an, das war Zufall, jetzt kein abgesprochener Wir-kochen-Partner-Look. Sondern wir wollten einfach jetzt mal für euch noch das... Chapche! Das Chapche abdrehen, beziehungsweise euch zeigen heute. Chapche ist so ein bisschen Glasnudeln. Ja, Glasnudeln. Mit Sojasauce, Sesamöl, Anbraten und da ist auch ein bisschen Speck mit drin, also Schweinespeck. Also es ist eine mega, mega leckere Sache und kann man auch kalt oder warm essen? Eigentlich, ja, warm ist besser. Warm ist besser, aber wir haben es jetzt lauwarm gegessen, weil wir halt sehr lange gebraucht haben zum Drehen. Aber es war trotzdem lecker, also man kann es auch kalt essen, meiner Meinung nach. Hauptbestandteil dieses ganzen Gerichts ist natürlich die Soße, die man da macht. Ist sehr, sehr sojalastig, das Ganze. Ja. Die Kornsirup. Ah ja, Kornsirup ist noch mit drin. Aber ihr seht ja dann die ganzen Rezepte nochmal, also die ganzen Zutaten nochmal und die Rezepte werden auch unten in den Infoboxen stehen. Es ist wirklich schwer zu erklären, das Rezept, beziehungsweise das Gericht zu erklären. Deswegen schaut es euch einfach an. Ihr habt ja jetzt schon im vorderen Teil gesehen, wie es aussieht. Und es ist wirklich mega lecker. Und man kann es, wie gesagt, auch warm oder kalt essen, meiner Meinung nach. Dann, viel Spaß beim Video. Ciao. Hallo, willkommen wieder. Willkommen wieder. So, jetzt kochen wir... Chapche? Chapche. Chapche sind Nudeln. Und dafür brauchen wir, das wird uns Ho wieder zeigen. Ja, diese die Hauptzutat. Tangmyeon. Eine Glasnudel. Ist egal, welche Glasnudel? Ich denke ja. Okay. Also Glasnudeln. Und hier. Könnt ihr sehen? Wir brauchen eine große Zwiebel. Yangpa. Karotten. Tangen. Und Speck? Speck? Schweinespeck, ja. Ach so, ja. Dejugogi. Und dann brauchen wir Öl. Ja, Shigyongnyu. Wir brauchen die Cooking-Soße. Ja, Cooking-Soße, eine Massul. Dann brauchen wir Pfeffer. Ja, Fuchu. Sojasauce und das ist wahrscheinlich auch nicht sehr wenig. Ja, Ganjang. Das ist Kornsirup. Kornsirup, ja. Belassen wir es dabei, ich schreibe es in die Infobox. Das ist Mulje. Und Sesamöl. Sesamöl. Ah ja, Chamgirum. Und? Und Spinat, den haben wir aber schon gekocht. Das ist gekocht. Genau, aber Spinat ganz einfach aufkochen, ganz kurz in Salzwasser. Würzen mit Sojasauce, Sesamöl und Sesamkernen. Und je nachdem, wie stark ihr das gewürzt haben wollt, sozusagen. So, was wir noch vergessen hatten zu sagen, ist, dass wir Knoblauch brauchen. Ich habe den jetzt schon zerhäckselt und den brauchen wir jetzt gleich noch für die Glasnudeln. So, jetzt schneiden wir den Schweinespeck in so kleine Streifen. Ja, genau. So, wir haben jetzt hier 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Zucker, ein bisschen Cooking-Soße und Knoblauch drin und ein bisschen Pfeffer. Und damit braten wir das jetzt Ganze an, beziehungsweise ist halt, dass damit nichts anbrennt in der Pfanne, also ein Ölersatz und gleichzeitig eine Soße. Ja, wir schneiden die Zwiebeln dann recht groß. Für alle Zwiebelmuffel. So, jetzt braten wir den Schweinespeck an und wir haben auch schon die Karotten angebraten und den Spinat hatten wir ja schon gekocht, hatte ich ja vorhin schon gesagt. So, jetzt haben wir noch die Zwiebeln mit dazu gepackt, um sie anzubraten. Zu den Nudeln wäre
Karies noch wichtig, die sind jetzt nämlich schon hier drin, dass man sie vorher abschreckt, also dass sie kühl werden, bevor man sie in die Pfanne gibt, weil sie sonst so wie Spaghetti zum Beispiel zu pumpig und nicht mehr lecker sind und nicht mehr so eine gute Konsistenz haben. Deswegen erst abschrecken und dann in die Soße geben, die wir vorbereitet haben. Genau. Genau, sagt er.